also ich muss ja sagen, schnell mal das Becken aufgebaut, ne? Willi übergibt dir jetzt mal die Wassereinnahme. Wassereinnahmestelle, offenes Gewässer. Verteiler eine Bierlänge von der Maschine. Zum Einsatz fertig. Bierlängen Saugstock erforderlich. Sieht doch wunderbar, wie sie in Knöchelhöhe immer kuppeln. Weil die Knöchelhöhe ist bei allen gleich. Vorsicht, Leine! Vorsicht, Leine! Saugleitung! Hoch! Fertig! Wasser! Also ich muss sagen, das war jetzt richtig gut. Ehrlich, zack, zack, zack. So muss das laufen. Perfekt, kann ich nichts dran nörgeln. Mega gut. Eine Kleinigkeit will ich euch noch mal zeigen. Ich habe noch keine Handschuhe hier. Mensch, ey. Kann mal jemand von euch, ne, ist egal. Kann mal jemand von euch die Saugleitung mal kurz rausnehmen? Die müssen jetzt eigentlich ein bisschen schwer sein, ne? Oh, Alter! Genau das. Jetzt gehen wir wieder rum. So. Kaum zu tragen, ne? Wenn du das eine Böschung hochziehst, hast du keine Chance. Und jetzt ziehen wir mal die Ventilleine, das rote. Und machen mich mal nass. Richtig nass. Dafür ist das Ventil eine da. A, um Feuer wenig nass zu machen und B, um das Wasser überhaupt rauszulassen. Ne? Nee, aber jetzt, wenn du sie jetzt hochhebt, ist angenehmer, glaube ich. Ja. Ne? So. Danke. Super, vielen Dank. Lass den Jungs und den Mädels nochmal ein Gefällt mir da. Kannst du stolz drauf sein, ja? Sehr richtig. Super. Also, Feuer wenn die komme ich mal gerne her. Schönen Dank. Kleinigkeit habe ich, glaube ich. Also, Joachim, muss sagen, richtig geil, schon mal richtig Spaß gemacht. Schönen Dank. Sehr gerne. Ich war ja schon öfter jetzt hier, ne? Und wir haben ja auch schon mal ein bisschen gesprochen. Und ich weiß ja auch, glaube ich, was du noch so machen willst, was du gerne machst mit der Feuerwehr, was dir noch fehlt. Ich habe eine Kleinigkeit für euch mit. Ja. Von Feuerwehr als Dank, weil wir hier so besonders toll und wir haben auch kleine Geschenke gekriegt, auch große Geschenke und richtig Mühe gegeben. Das möchte ich gerne erwidern. Jetzt nehme ich euch hier ein Hightech. Ja, sehr geil, Mensch. Da freuen wir uns. Vielen, vielen Dank, ne? Ja, bitte, bitte. Wie gesagt, also ganz besonderen Dank an euch und ich hoffe, ihr könnt das gut gebrauchen. Und ne, ihr könnt ja hier richtig einrichten und machen und tun. Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Ich will euch kurz mal was vorstellen und zwar den Ultra Savior. Ne? Auch zu Deutsch Rettungsrucksack. Den will ich mal kurz mal zeigen. Das Wichtigste ist immer im Einsatz immer Ordnung zu haben. Das Besondere ist daran, dass diese Taschen magnetisch sind. Das heißt, man kann die Sachen, die man hier reinpackt, die fallen nicht raus. Wenn ich das hier so rum reinpacke und so hochhalte,
fällt das nicht raus. Ne? So, das ist das Erste. Wie gesagt, schön aufgeräumt und sortiert. Und wenn ich das zumache, kann ich auch auf Fächer schon zugreifen. Ne? Sozusagen von außen. Ne, verschiedene Sachen, was man so braucht. Das sind auch Sachen, die kann ich von außen drauf zugreifen, was ich öfter brauche. Oder wie gesagt, wenn ich, oh, was ist der Reißverschluss? Diese Fächer kann ich dann auch hier von innen auch drauf zugreifen. Ne? Also sehr vielseitig und gut nutzbar und vor allem auch als Rucksack zu tragen. Ne? Nur, dass ihr wisst, was es gibt. Und das gibt halt verschiedene Taschensysteme, das ist nur eins von vielen. Es geht aber immer um Hygiene, das ist alles halt ohne Klett gelöst, weil Klett lässt immer schlecht reinigen. Und das ist halt alles mit magnetisch, mit irgendwelchen glatten Oberflächen, stabil, wie gesagt, gut zu nutzen. Da wirst du ja schon mit zurechtfinden. Ne? Das schaffen wir. Ja, vielen Dank und immer wieder gerne, ne? Ja, schön. Also wie gesagt, super Feuerwehr. Auf das nächste Mal. Kennen uns ja auch schon privat mittlerweile ein bisschen. Okay, super. Vielen Dank. Dankeschön. Jetzt ist Dauer. Ihr seid heute dran. Gut. Ah, hier. Pass mit der Kante auf. Eins, zwei, drei. Hey. Das sah einfach vernünftig aus. Ihr seid die Neuen, oder? Ja. Zwei Neue sind beim nächsten Mal dran. Komm mal her, bitte. Jungs, kurzes Statement. Ich hab gesagt, wer den Willi nass macht, das hat Freund. Nein, ihr seid neu in der Truppe, ne? Ja. Super geil, willkommen. Und ihr macht das auch mit Spaß mit. Hier ist mit Kameradschaft richtig gelebt. So kann es dann gehen, aber ich glaube, das war heute doch das Schlechteste bei dem Wetter, ne? Das war ganz angenehm. Okay, super. Willkommen in der Truppe.